Ja, so eine Quest kann man durchaus machen, also wäre ich auf jeden Fall dabei. Okay, also nur zur Info, man kann jetzt die Quest nur machen. Da bekommt man jetzt noch keine Belohnung für, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Die Quests sind noch nicht ausgearbeitet. Ach so. Also die sind geschrieben, aber man bekommt noch nicht richtig was dafür. Nee, wenn Deswegen. ich dafür kein vergoldetes Dia-Schwert bekomme, dann nehme ich Quests generell nicht an. Dann verhaue ich immer die NPCs. Dafür Du kriegst du wertloses aber Stück! Essen. Du kriegst Essen dafür. Also wenn man Essen braucht, kann man das Quest machen. Weil da geht es um Essen, sagen wir so. Aber ja, okay. Dann würde ich mal, wenn wir das Quest jetzt nicht mehr machen wollen, Doch, die doch, also. restliche Welt und so. Ja. Ja. Das war gerade eher nur so als Witz gemeint. Jetzt komm raus, du bist und Single, geht nicht türklemmt. Warum? Also nur jetzt für dich auch, Ronny, das hat was mit Essen zu tun. Darum kannst du dir wahrscheinlich denken, welche Antwort du beim Römer treffen musst. Ach so. Nicht, dass du Ich jetzt die dachte gerade, du ganze wolltest Zeit darauf anspielen, dass ich dick bin. Nein, 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 Oh. Nein, 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 nein. Das heißt Die nicht mehr. Das Vorlage meinst du war ständig. gerade. Die Vorlage war gerade einfach so gut. Ah, Ronny, also es geht ums Essen. Und ich weiß ja, da bist du ganz gut drin. Hallo, mein Freund. Ich versuche uns als erstes Essen zu beschaffen. Hoffentlich sind hier in der Gegend viele Tiere und Sträucher. Ja, das wäre wirklich die beste Idee, da wir nicht mehr viel im Vorrat haben. Du findest bestimmt im umliegenden Wald ein paar Dinge, die essbar sind. Meine Aufgabe an dich ist, besorge uns genug Essen für den Vorrat, sodass wir ein paar Wochen damit auskommen. Oh, gleich ein paar Wochen. Das heißt, wir brauchen eines von denen oder, wenn du mehr findest, auch mehr davon. 64 mal rohes Fleisch, 64 mal rohes Schweinekotelett, 64 mal Whey-Wildbret. 64 rohes Hammelfleisch oder 64 Süßbeeren. Also ich bin direkt für Süßbeeren. Digga, was Leckeres kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay, ja Ich hätte dann. wirklich frühstücken sollen. Wobei ich sehe, da oben ist ja schon Feld. Aber da ist nur Mehl, wie ich sehe. Ah, und eine Strohpuppe. Stimmt, der hat immer mal gezeigt. Ja, von dem Feld kann man auch was nehmen, wenn man will, aber das ist jetzt halt nicht so richtig die Aufgabe. Aber wenn Wildbären, man ich Essen komme. braucht, kann man das. Aua. Ah. Aua, mein Rücken. Aua. Irgendwann fällst du da runter. Oh, sag gar nicht, was macht sich das aus? Oh Mann. I'm a pro gamer. Ja, genau, also hier ist nicht so viel. Voll keine Wildbären. Ah, Biene. Die sind so putzig. Muss ich mal so Ja, hören. die finde ich echt toll. Hi. Also. Ey, zeig mir deinen Stachel. Okay, ich mach weiter. Bitte ja. Bitte danke. Gucken, ob ich von hier so viel Wildbären sehe. Obwohl, wenn man hier im Berg. Ich schaffe uns mal einen höheren Aussichtspunkt. Oh, bitte nicht. Nicht die 20-Minuten-Aktion. Solange brauche ich nicht mehr. Ich bin Pro-Gamer. Ja. Ich gehe nicht auf den Berg, der Berg geht unter mich. Doink, doink, doink. Also ich sehe ja hier schon ein paar Süßbären, muss ich sagen. Oh, da ist ein schönes Haus. Ihr denn jetzt schon? Am ADW. Ah, ja, wirklich gute Aussicht.
Boink. Oh ja, diese Kamera ist schon ganz cool. Ich mal. Das ist ganz cool. Hm? Was ist ganz cool? Die, hier, dieser Zoom, dieser Zoom. Dieser Zoom, ja. Ja, in Boxenlieferung gibt es ja eigentlich nicht so richtig Zoom, außer ein Fernglas. Ja, genau. Fand ich das eigentlich schon. Noch sehe ich keine süßen Bären. Ich habe schon zwei. Oh mein Gott. Ah, ich sehe da hinten ein Dorf mit Feldern. Ich habe schon 19. Hui. Also in dem Bereich sind jetzt nicht so viele Süßbären, eher wieder im Anfangsbereich. Ach so. Ja, Anfangsquest gleich Anfangsbereich. Sag das mal diversen AAA-Games. Da hast du dann auch nicht wirklich so die Belohnung, wo du denkst, dafür habe ich jetzt Stunden geopfert. Ja, du, die Anfangsquests bei Spielen sind generell nur dafür da, die Spieler so lange zu binden, dass sie das Spiel bei sie nicht mehr zurückgeben können. Obwohl jetzt mächtig viele AAA-Games eine Refund-Welle hatten. Tausende zurückgegeben haben, also. Also, ich habe jetzt schon hier ein paar Füßbären. Ja, ich muss euch. Ich sehe nur Wiese. Und dabei wollt ihr doch gar kein Bier haben. Bäh. Ah, komm, so ein Hui, ouch, ah, hui. Jetzt habe ich schon mal 40. Ich hab 9. Ja, ich füge jetzt hier einfach alle Süßbären. Gammelfleisch. Ich bin fast fertig. Okay, ich glaube, wir haben es. Ich habe jetzt 53. What? Ja, hier sind auch viele Süßbären. Die geben 1 bis 2 immer. Hm. Ah, da. Nee, doch. Boing. Müssten wir eigentlich alle haben. Ja. Ja, ich glaube, das reicht auch. Leute, keine. Ja, das reicht genau. Ach, hier. Ja. Nee, dann nicht. Wir brauchen einen. Ich habe noch welche. Oh, ja. Ron. Ja, dann reicht das. Wo bist du? Da. So, bitteschön. Bin gleich da. Nummer 1, Deck 10. Wo bist du? Da oben. Oh Gott, komm mal wieder runter. Aha. Bin gleich da. Haha, so. Genau, und sei mal da und komm runter. Oh Gott. Holst du mir. Okay, es ist gut jetzt aus. Alles sammeln oder nach und nach? Na, ich dachte, wir müssen nur eins von den Sachen. Also wir konnten optional. Wir können mehr, aber das reicht ja heute. Du nach da und du nach da. Hallo. Dann kidnappen wir mal den Kapitän. Ja. Ah, wir tun das jetzt einfach in die Kiste unten im Lager. Ihr könnt auch einfach alles selbst spawnen machen. Verdammt! Nein, es möchte erst jemand vorher die Gravitation testen. Ja, das ist dein Hobby hier, ne? Das wäre was. Dein Hobby gefunden. Ja. Ausgerechnet der die meiste Erfahrung mit Mein Clone und Co. hat, ausprobiert, wie groß der Fall haben ist.
rein und sagt euch willkommen bei den Outtakes. So. Credits gehen an meine Nerven für ihren guten Zusammenhalt. Ich muss nur mal schauen, wo mein Schild hingeflogen ist. Natürlich mal die Süßbären. Ich hab zwei. Aber man kann auch zwei Schilder tragen, lol. Das ist ja cool. Ja, wenn du ein Schild in Schildslot packst und dann nur noch ein Schild in der Hotbar ausgewählt hast, dann sieht es wirklich so aus, als wenn du in beiden Händen Schilder trägst. Stimmt, das sieht ja cool aus. Gut, also Ronny ist jetzt auch Schild, meinst du? Das ist sehr besorgniserregend. So, dann würde ich sagen, ja, ich zeige euch jetzt einfach nochmal die Umgebung oder die ganze Map. Weil das war es erstmal mit der Geschichte. Okidoki. Also, ja. Jo. Also jetzt könnt ihr aufgeben. Boing, boing. Hui. Aber hart auf dem Bonus macht doch viel mehr Spaß. Wenn du 5000 Blöcke laufen willst, ja. Ach. Also 10.000. Hui, hui, hui. So langsam geht das nicht. Also. Easy. Hui. Also, hier ist schon mal das erste Dorf. Ja. Ach, da hätten wir doch eigentlich gemütlich hinlaufen können. Das wäre doch ein schöner Spaziergang gewesen. Ja, stimmt, richtig. So, ich bin mal auf dem Weg. Also, Juhu. Was ist denn da hinten? Hallo. Ich bin eine FPV-Drohne. Ah. Also gut. Helikopter. Hubschrauber-Einsatz. Oh Gott, der ist ja alt. Das ist der Standardspruch des Gott, also pst, sei lieb. Euch sind auch Bienen? Oder die Wespen? Ganze Crew läuft zusammen. Das ist doch die Kawaii-Biene schlechthin. Aua. Ah. Ronny, du musst nicht Bienen schlagen. Die hat mich geschlagen! Ja. Wenn du rein... wenn du so... Aua. Ah. Mh. Ha. Ah. Oh. Sag mal, das passt. Das eindeutig, er steht auf Schmerzen. Okay. Also ja, mit Schlägen kann man den nicht drohen, da stehst du eher drauf. Also die Stadt heißt Ironwood Town und... Ah. Das ist die Stadt. Also Häuser sind auch alle eingerichtet, also keine Angst davor haben, da nicht rein zu dürfen. Und direkt reingehen. War auch nicht gerade. Hier brennt noch Feuer. Was für eine Umweltsünde. Jo, da werde ich mich direkt mal im Dachboden festkleben. Also, ich hoffe, da kommt wieder runter. Die Häuser sind öfters gleich. Also von der Einrichtung her sind sie gleich aufgebaut vom Stil her. Ah, ja. Aber sonst haben sie halt immer eine andere Einrichtung. Genau, da ist hier so ein kleiner Marktplatz, da ist ein zu überdimensionierter Brunnen. Digga, so. Überall Bienen, wir wollen nicht hier schlafen, dieses ganze Gerumme. Ich bin eine Biene. Da kriegst du doch Albträume. Alle auf dem Dach. Wie hier auf dem Dach. Ja, wir können überhaupt nicht die Kirche. Sag ja, Jump'n'Run. Und wir können sogar auf die Taverne. Oh, warte, wir können vielleicht sogar... Ja, wir können sogar aufs Rathaus. Oh mein Gott.
Mit den speziellen Spezialisten. Oh nee, warte. Ich habe die höchste Stelle des Dorfes. Die höchste Stelle des Dorfes. Höchste Stelle des Dorfes. Ach da. Hallo. Nee, eigentlich nicht. Na, da. Okay. Manni? Hm. So, jetzt bin ich höher als heute. Wie? Komm mal, hier, auf! Es geht ja gar nicht. Ich muss kommen. Jump und ah, das geht? Ach, das geht? Ja. Ich dachte, es wurde entfernt. Auf, ich dachte, es wurde aus meinem Test entfernt. Ich meinte, es sind sogar zwei Blöcke hoch. Aber. Na, das war ja ganz früher. Das war ja ganz früher, dass du denn so extrem hoch dippen. Echt? Lol. Ja, es gibt ja sogar schon Mods, die das verhindern. Ausbremsen. Ja, Mann. I am the champion of the world. Du bist zweiter Platz. Da ja, komme ich nicht. Selbst mit Crouch-Funding-Kampagne. Nee, da kommst du nicht. Ja, genau. Und also was vielleicht noch hier interessant ist im Dorf, ist die Taverne. Oh ja, warte, bin unterwegs. Oh. Oh. Ja, Taverne zum beschissenen Hund. Au! Böse Biene. Ich hab dir nichts getan. Okay, René will erst auf dem Friedhof. Ja, sicher, die Pflanzen. Ich hab mich verlaufen. Ah, schon mal diese Pflanzen raussuchen, die sind Feuer heutzutage. So, auf jeden Fall hier ist die Taverne. Aha. Taverne zum Geschenken. Ah, gucken. Schmeckt ein bisschen alt, aber lecker. Boah. Also am Geschmack des Kuchens kann ich genau bestimmen, hier war schon 30 Jahre keiner mehr. Ich dachte, das hätten die Spinnweben alle schon verraten. Okay. Ja, aber wir sind erst anderthalb Jahre hier. Also der Server steht erst anderthalb Jahre. Also laut der Ingame-Zeit. Also hier oben ist mit dem Gang und den ganzen kleinen Räumen schon echt süß. Okay. Zwar nur zwei, aber scheiß drauf. Ja. Nee, aber. Dann hat man hier eine kleine Mini überdachte Terrasse und dann ist hier hinten nochmal die große. Och, ich find's gemütlich. Ja. Auf jeden Fall. Hat man einen schönen Ausblick, kann man chillen die ganze Zeit auf Sörens Kopf spucken. Den Marktschreiern fragen bitte nicht vor 10 Uhr. Und dann der Dachboden ist halt einfach durcheinander, wie es halt in der Taverne ist. Ich nehme einfach eine Steinschleuder und schmeiße und schieße von hier oben alle Bienen ab. Und dann machst du den Honig. Ich höre Bienen. Ich will nichts sagen, aber der Name der Kirche hat was von einem Sektennamen. Ich weiß nicht, es klingt so sass. Kirche, Kirche. Ronny, nochmal F2. Hier. Kirche der Freude. Oh, das klingt genau nach meinem Ort. Ich bin mal kurz etwas länger. Tschüss. Viel Spaß. Ich geh da jetzt nicht rein, ich hab Angst. Auf einmal ist die Kirche weiß tapeziert, let's go. Ah, ich wollte gerade tapeziert. Let's go. Ganz schön laut. Oh ja, hier ist auch eine Kerze an, auch eine Kerze aus. Okay, ich geh das Risiko ein, da hat er, der Begriff Glockenläuten was ganz anderes. Ja, aber sowas von. Aber sowas von. Warum lass ich mich jetzt wissen, die BH ein? Schön. So.
Hallo Biene. Oh. Aha, aha. Genau, dann gibt es hier halt ein etwas größeres Haus. Und hier eins der größten normalen Häuser eigentlich, aber. Hey! Ausgesperrt. Es ist eine geschlossene Veranstaltung. Genau. Wie immer alles durcheinander. Oh, ein Stove. Zum Pizzabacken. Ich habe noch die Pizza mal installieren müssen. Eigentlich zum Pizzeria. Active by Torch of Flint and Steel. Cute. Hier einfach fallen schon die Treppe, wo die Leiter hochgeht. Hä? Macht man das nicht genau so? Erst einen Handstand oder wie so eine Spinne hochkrabbeln? Oh. Genau, halt alles durcheinander, aber hier ist nichts. Das ist leicht albtraumerregend, die Vorstellung. Könnten Sie das bitte lassen? Dann guckt nur noch so mein Kopf so aus der Decke raus. Hallo! Ronny, hast du Chat an? Hast du Chat an? Warte kurz. Hm? Ich bin mein Kaffee. Da bin ich wieder. Hast du Chat an? Ich hab Chat an, ja. Warum siehst du meine Dingens nicht? Oder? Na, ich sehe nur, dass du dich zweimal hingesetzt hattest. Siehst du die Nachricht? DN von Felren. Was ist mit der Zeit? Da, ja. Ja. Wir sind schon fast bei einer Stunde übrigens. Wow, wie die Zeit vergeht. Aber sowas von. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nö. Wir haben schon 11 Uhr. Ja. Ja. Wie lange wollen wir denn offiziell eigentlich die Folgen machen? Schneidest du die dann so oder machen wir immer dann einen Stopp sozusagen? Also geht beides. Also wir können auch in den Folgenpause machen. Ansonsten schneide ich es dann, wenn einzelne Segmente zu lang wären, kann ich die Segmente auch so schneiden. Denn, also, ja, ja. Dann musst du ja pro Folge immer irgendwie eine Anrede reinschneiden. Also. Ach nö, das weiß ich nicht. Das ja, vielleicht. Ja, nee. Hallöchen, ihr da unten. Hallo. So. Okay. Genau, und dann haben wir halt hier unten in der Gasse noch einen kleinen Bauer oder einen Farmer. Da. Ein Farmhäuschen. Ich bin der Farmer. Und hier sollen eigentlich Tiere sein, aber die verschwinden. Ja. Das ist ja mal schade. Ja. Genau, dann geht's hier sozusagen wieder aus der Stadt raus. Hier sind noch ein paar Wachtürme. Und ja, hier ist dann ein Feld, ein kleines. Genau. Oh, dann, ein kleines. Ja, das ist ein kleines. Ja, im Gegensatz zu der Farmanlage, die wir im Moment da hinten bauen, ja. Ja, also für einen Tag könnte mich das Feld annähern. Doch, haut hin. Ja, dann ist hier halt wieder ein Fluss und so, eine Brücke, Wege. Mhm. Können wir eigentlich ganz schnell abfahren. Dann sind hier auch ab und zu mal Gebäude. Hier kommt auch ein anderer Stil. Oh. Ein etwas städtischer Stil. Musst du dich schon wieder abkühlen? Nee, ich feier gerade hier diese Optik mit diesem Lagerfeuer. Aber hat schon was. Interessant. Ja, auf jeden Fall. Aber die Brücke ist scheiße geworden, also ich muss die nochmal neu bauen. Die sieht irgendwie hässlich aus. Also, so, eigentlich soll er hier noch Leinen hängen. Oh Mann, ey. Oh Gott. Ja. Achtung, Ronny. Felron hat die Leinen ausgepackt. Schnell. Weg.
So schnell verhedder ich mich da drinnen nicht. Nee, aber dann wirst du an die Leine genommen. Help me, Stepbrother, I'm stuck. Danke. Ich versuche hier freundlich und alles zu sein und... dann kommt hier schon etwas städtlicher Stil. Oh ja. Hier sind auch ab und zu immer so ein paar Gebäude in der Welt verstreut. Das da oben auf den Smaragdblöcken bitte nicht beachten. Das ist noch im Bau. Eigentlich können wir uns das kurz hier einmal angucken. Also diese schwarzen Akzente passen. Oh. Ja, ne? Wow. Ja, mit dem Netherbrick. Auf jeden Fall da oben, das wird von Link gebaut. Ich bin sehr gut gebaut. Ja, genau. Und der hat diesen wandernden Markt aufgebaut hier. Ach, das soll Tier darstellen. Ah, okay. So ein Drache oder so. Okay. Genau, innere Richtung ist halt noch nicht und er baut das, ja, eigentlich schon. Innere Richtung ist eigentlich schon, aber noch nicht so voll, sagen wir so. Weil dann gibt es hier sozusagen eine Bar von außen und man kann hier dann später auch drin sitzen. Genau. Ich muss eher an das wandelnde Schloss denken. Den Film. Oha. Das ist das große Feld hier, oder was? Ja, das sieht schon ein bisschen größer aus. Ja, das ist das große Feld. Genau, dann stehen hier halt, wie gesagt, immer mal wieder Häuser rum. Wow. Weil dann da gleich auch eine Stadt kommt, aber das ist das. Das ist die große Feldanlage, die zur Hauptstadt gehört. Mhm. Ah. Auch mit einer Mühle ist auch noch nicht richtig eingerichtet. Und ja, genau. Dann läuft hier sozusagen ein kleiner Fluss durch. Und ja. Sieht doch ganz nett aus. Und hier hinten, wo jetzt gerade Ronny ist, ist schon ein anderes Dorf, also ein Minidorf. Was super idyllisch aussieht. Oh, das ist ein Herz im Wasser. Cute. Ja. Das haben wir also vielleicht, dass wir später so ein Event, vielleicht, dass es ein Rätsel gibt. Und dass da drunter zum Beispiel eine Kiste oder so ist. Genau. Kiste mit Blut meinst du jetzt? Ja. Hatte gerade erst verstanden, eine Kiste mit Blut. Dachte mir so, okay, Horror-Game, let's go. Ja, ja, Ronny, wusstest du das nicht? Deine Aufgabe ist es hier nicht, das Let's Play zu machen, sondern du wirst geopfert, damit wir das gewinnen können. Also, du, solange ich im Haus der Freuden geopfert werde, ist mir alles egal. Kirche der Freude, ja, bitte. Kirche der Freude. Ordnung muss sein. Oh Gott! Das hat jetzt was irgendwie Richtung Phasmophobia, FSK 18 und mehr. Das ist FSK 60 in Begleitung deiner Eltern. Ah, shoot.